Der Kreis Chai bei der Limmatstadt scheint zurzeit das Hauptquartier der angesagten Gastronomie zu sein. Die heutige Sendung hat dort angefangen und wir hören heute auch dort wieder auf. Gerade mal 26 ist schon der Tobias Hösli. Der Trendkoch beweist, dass die vegane Küche nicht einfach nur ein vorübergehender Hype ist. An komfortabler Lage im Kreis 4 in Zürich liegt die Marktküche. Ein schmuckes Restaurant, das sich der veganen Küche verschrieben hat. Herr über die rund 50 Sitzplätze ist Tobias Hösli, Gastgeber und Küchenchef. Heute kocht der Newcomer der Kategorie Trend 2016 nur für uns. Wir probieren ein blaues Herdöpfelpüree bzw. eher einen Herdöpfelstampf zu machen. Dazu gibt es einen Steipelschü, geschmorten roten Chicorée und noch einen Steipelschü dazu. Dank solcher Kreationen erfreut sich die Marktküche großer Beliebtheit, obwohl das Lokal erst seit Sommer 2014 geöffnet hat. Vergleichsweise jung ist nicht nur das Lokal. Mit 26 weiß Tobias Hösli schon ganz genau, worauf er als Koch und Gastgeber Wert legt. Mir ist wichtig, dass der Gast, wenn er bei uns im Restaurant über die Türschwelle läuft, dass er sich zu Hause fühlen kann, abschalten vom Stress in der Stadt, dass er einen schönen Service bekommt, auch einen sehr aufmerksamen Service, was auch nicht mehr allzu verständlich ist, zu selbstverständlich ist. Dann des Weiteren auch beim Essen, dass wir probieren, uns das Beste zu geben. Wir verwenden kein Fertigprodukt bei uns. Wir machen vom Brot bis zu der Pasta alles selber. Ja, ehrliche Küche, saisonale Küche. Also keine Erdbeere im Dezember als Dessertgarnitur und kein Spargel im August. Das sind so ein Deckpfeiler von unserer Philosophie. Genau. Seit mehreren Jahren isst und kocht Tobias Hösli ausschließlich vegan. Auch auf Fleischersatzprodukte verzichtet der Chef weitgehend. Keine Imitation, sondern eine kreative Küche. So ist es auch auf der Homepage nachzulesen. Unsere Küche zeichnet aus, dass wir nicht probieren, Fleisch zu imitieren, sondern wir probieren, mit dem, was uns die Saison hergibt, neue Kreationen zu kreieren, ohne dass einem etwas fehlt oder ohne dass man das Gefühl hat, es fehlt etwas auf dem Teller. Zum Beispiel alte Gemüse wieder entdecken, neue Kombinationen, neue Kreationen, Gerichte auseinandernehmen und wieder neu zusammensetzen. So probieren wir unsere Gäste zu begeistern und ja, ich glaube, es klappt meistens. Als zweites serviert er eine Terrine, selbstverständlich eine Eigenkreation. Was auch hier auffällt, die Liebe zum Detail. Wir haben hier unsere Topinambur Safran-Terrine. Die machen wir mit einem Blutorangenschaum, dann ganz klassisch Olivenöl und Balsamico-Reduktion dazu, ein bisschen schwarzes Salz und noch ein kleines Nusschutney dazu. Und das wär's dann gewesen. Diese Liebe zum Detail gutieren auch die Kunden. Für den Gastgeber ist das der Lohn für unzählige Stunden hinter dem Herd und das Leben als Vollblutgastronom. Schlussendlich, wenn man am Abend um 10 Uhr oder so, wenn man den letzten Hauptgang geschickt hat, nach einem Restaurant führen geht und fragt, ob es gut war bei den Gästen. Und der Gast sagt, das ist alles hervorragend und glücklich ist. Und man merkt, dass es ehrlich gemeint ist. Und man vorher 16 Stunden in der Küche gestanden ist oder wenn man über den Tag 16 Stunden gearbeitet hat und es dann wieder gut ist, ich glaube, dann merkt man, dass man es richtig macht, wenn man es einfach gerne macht. Das klingt ein bisschen kitschig, aber ich mache es wirklich gerne. Und wir machen es gerne, es ist ein schönes Team, wir arbeiten auch gerne und ich glaube, wenn man das nicht hat, dann ist man definitiv in der falschen Branche. Ja.